herzlich willkommen hier auf dem Channel Flo, der YouTuber. Ja, ich habe ja mittlerweile schon ein paar Monate Finn bei mir, der liegt auch hier im Maxi Cosi und schläft noch. Der weiß auch noch gar nicht, was jetzt wirklich abgeht, denn wir haben ja heute den 24.12.2019. Es sind auch eine ganze Menge Geschenke hier und ich würde sagen, ich wecke jetzt erstmal ganz lieben Finn und dann schauen wir mal, ob er Lust hat, schon mal die ersten Geschenke auszupacken. Ich werde während dem Geschenke auspacken noch ein bisschen was dazu sagen, da natürlich nicht alle Geschenke nur für ihn sind. Finn, kleiner Mann, komm her, du Verschlafender. Du verschläfst hier Weihnachten, Trotzdem. So, machst du kurz mal auf die Seite, denn ich werde noch einen Schuss nehmen. Du Finn, wir haben jetzt heute 24. Das ist ein ganz besonderer Tag hier bei uns. Das nennt sich Weihnachten. Und schau mal, da sind ein ganzer Haufen Geschenke. Sollen wir mal anfangen, das erste auszupacken? Ja? Okay. So, also wie gesagt, es sind nicht alle für ihn. Meine Geschenke werde ich zum Schluss noch ein bisschen was dazu sagen. Aber jetzt würde ich sagen, fangen wir erstmal mit einem von seinen Geschenken an. Hoppala. So. Du kannst es leider noch nicht selber auspacken, deswegen werde ich das für ihn machen. Was haben wir denn da? Schau mal, ich glaube, ein bisschen Socken. Ne? Schau mal. Guck mal, da ist ein Bär drauf. Bei dem anderen, guck mal, die schauen aus wie, wie Schuhe, mit einer Schleife. Ich zeige euch nachher noch mal kurz ein paar Bilder in Nahaufnahme. Dann seht ihr das auch, was er alles bekommen hat. So, machen wir mal das nächste Film. Ich muss bloß gucken, wo ich tatsächlich die Geschenke hingelegt habe. So, das noch jetzt. So, mal die Kamera ein bisschen näher holen. Der Finn kennt das übrigens schon mit den ganzen Kameras. Er war ja schon in mehreren Videos der Hauptakteur, deswegen hat er da, glaube ich, nichts dagegen. Das war voll gut, ne? So, gucken wir mal, was hier Schönes drin ist. Guck mal, da sind nochmal Socken. Schau mal, die können rascheln. Da ist eine Rassel dran, ne? So, dann haben wir tatsächlich noch einen. Gott sei Dank weiß ich, wie viel wir haben. Guck mal, finde aber noch eins. Schau mal, das ist was zum Anziehen für dich drin. Also im nächsten Video werdet ihr dann ihn hier in dem Strampler sehen. So, dann haben wir tatsächlich noch eins für dich, Finn. Da liegen noch so viele Geschenke, ne? Kuscheltier. Ein Esel mit einem Herz. So, meine Lieben, ich habe es ja vorhin gesagt, er weiß es auch noch nicht. Er wird es jetzt dann gleich erfahren, so wie ihr natürlich es auch erst jetzt erfahren werdet. Und zwar, hier liegen noch Geschenke mit dem Namen Beide und auch Taylor. So, Taylor ist eins von meinen Geschenken an mich zu Weihnachten. Es ist ein zweites Reborn-Baby. Es ist leider nicht mehr vor Weihnachten eingetroffen, was ich ein bisschen schade finde. Es ist so, wir werden Taylors Geschenke trotzdem aufmachen. Und auch die Geschenke für beide. Dann wisst ihr zumindest, was Taylor bekommt. Und Taylor bekommt es dann, wenn er dann hier ist. Ja, ich habe mir noch andere Geschenke tatsächlich besorgt und das waren einmal ein Laptop, der ging natürlich hier an die YouTube-Sache, das ist rein zum Arbeiten. Dann kamen noch ein paar Elektroteile für die nächsten Projekte, Thema Programmieren, was ich irgendwann mal anfangen werde nächstes Jahr. Ja, und ich habe mir zu Weihnachten auch noch zusätzlich zu Taylor noch einen kleinen City-Roller gekauft. Der ist leider
durch draußen rumfahren ziemlich dreckig, deswegen habe ich den hier nicht reingestellt. Aber ich blende euch hier auf jeden Fall mal ein dickes, dickes Bild ein. Ja, ich würde sagen, wir fangen erstmal mit den Geschenken für beide an. Ich würde sagen, wir fangen erstmal mit dem Bonbon hier an. Schau mal, das ist für euch beide, für dich und Taylor. Ja, Finn, ich weiß, du wolltest, solltest eigentlich ein Einzelkind bleiben, aber irgendwie kriege ich das nicht übers Herz, dich alleine groß werden zu sehen, weil du natürlich auch ja, den ganzen Tag so groß wie ich alleine bist und deswegen habe ich dir halt eine Spielkamerad besorgt. Ja? Aber ich gehe von aus, dass er nächstes Jahr kommt und dann hoffentlich noch, bevor ich wieder arbeiten anfange. So, wir packen mal das nächste aus. Oh, was haben wir denn hier? Schau mal, Chef. Das schaut aus wie eine Kette von Maxi Cosi. Mit Spielsachen und Spiegel dran, hä? Ich glaube, da kannst du und der Taylor dann mal dran mitspielen, wenn ihr Maxi Cosi liegt, hä? Na komm, jetzt packen wir gleich mal in die Maxi-Cosi. Ach nee, da solltest du ja nachher wieder rein, während ich hier dann aufräume. So, dann haben wir tatsächlich noch was für die beiden. Ein etwas größeres Geschenk. Ich weiß natürlich, was drin ist. Wir packen das jetzt einfach mal aus. So. Aus wie ein Kuscheldecke, Finn. Jetzt hätte ich fast die Namen schon vertauscht. Jetzt ist es soweit. Ja, das ist tatsächlich eine Kuscheldecke. Ich habe den Karton rausgenommen, da dann noch was da ist, was auch mit dazu gehört. Das ist dann für die beiden. Dann haben wir tatsächlich noch was für beide. Jetzt komme ich dann beide nochmal dahin, wo ich hin will. Hier steht auch noch beide drauf. Ein paar Leute kennen es auch schon, die wo mal in den Livestream mit dabei waren. Schau mal, da ist ein Bär drauf. Weißt du, für was das ist, Finn? Das ist, dass du Maxi Cosi nicht immer deine Decke rauswirfst. Das ist eine Einschlagdecke für den Maxi Cosi. Ich zeig's euch einfach mal auf dem Kopf rum, weil die lässt sich schlecht halten. Aber ihr seht das ja dann später eh nochmal alles als Bild. Und dann haben wir tatsächlich noch was für die beiden. Muss ich jetzt aber mal holen, da komme ich sonst nicht hin. So, hier ist noch was. Wie gesagt, gehört mit zur Kuscheldecke. Dann packen wir es auch mal aus. So. Schieben wir hier mal den ganzen Papierzeug ein bisschen weiter weg. Und zwar. Es ist auch noch eine Decke mit einem Kopfkissen, mit so einem Wendebezug, mit kleiner Lieblingsmensch. Das ist natürlich für die beiden, die werden sich auf beide ein Bett teilen müssen. Ja, oder einer schläft im Maxi-Cosi, einer schläft im Bett. Das wird dann die Zeit natürlich zeigen. Ich werde natürlich auch Taylor so auspacken, dass ihr den seht beim Auspacken. So, jetzt sind wir hier schon bei Taylors Geschenken. Eigentlich möchte ich sie nicht aufmachen, aber ich möchte es euch nicht vorenthalten, was da drin ist. Und ja, er kriegt es halt dann zur Begrüßung, wenn er denn da ist. Eigentlich war geplant, dass ich ihn zu Weihnachten auspacke und er dann gleichzeitig Weihnachtsgeschenke bekommt. Es ist halt nun mal nicht so gelaufen. So, dann haben wir dem ersten kleinen Geschenk. Nani. Haben wir natürlich, ich habe extra einen zweiten besorgt. Das gleiche Kuscheltier, wie Finn hat. Da ich keinen Bock habe, dass sich meine zwei Rebounds streiten, wem gehört hier welches Kuscheltier. So, Taylor seine Sachen lege ich jetzt mal da drüben hin. Dann haben wir noch was von Taylor. Also das ist auch so Weihnachten und Willkommensgeschenk für ihn zusammen. Habe ich mir überlegt gehabt, dass man das so machen kann. Weil er braucht ja auch was zum Anziehen. Er kommt zwar mit Anziehsachen, so wie ich das mitbekommen habe, aber er braucht natürlich trotzdem was. Und hier haben wir natürlich auch schon einen Strampler in seiner Größe. Ja. War ein bisschen Sucherei, noch was zu finden, so kurzfristig, aber
ich habe ja noch was gefunden. So, hier mal auch schon das letzte Paket und dann ist hier unter dem Weihnachtsbaum nichts mehr los. So. Das letzte Paket. Was haben wir denn da? Was haben wir denn da für deinen Bruder? Hm? Eine Strumpfhose mit einem Igel hinten drauf. Ja, gehört er quasi auch zu seinem Willkommensgeschenk. So, Leute, mehr kann ich auch gar nicht sagen. Außer ich werde es dann den Kleinen gleich wieder ins Maxi-Cosi legen, hoffen, dass er gleich wieder einschläft, dass ich hier aufräumen kann. Ich werde ihn auch wieder rausstellen. Es ist ein bisschen ruhiger. Und jetzt mal zu den Sachen, was ich mir noch gegönnt habe, quasi gerade den Laptop und so weiter, warum das alles nicht hier drunter unter dem Baum liegt. Finn, gehst du nochmal schnell in Maxi-Cosi? Kannst du mir auch noch wach bleiben? Ja, warum das Zeug nicht unter dem Baum liegt, gerade der Laptop zum Beispiel oder die Elektronikbauteile. Das liegt daran, ich bin natürlich während dem Videoschnitt und während dem Videodreh dabei, das Programmieren zu lernen, sowie natürlich auch nebenzu dabei am Laptop gleichzeitig noch das nächste Video zu schneiden. Ich kann zwar bloß auf dem Großrechner die Videos rendern, aber ich kann zumindest während der eine Großrechner rendert, auf dem Laptop das nächste Projekt schneiden. Das ermöglicht mir natürlich viel mehr Videos in viel kürzerer Zeit für euch fertig zu bekommen. Ist natürlich auch körperlich ein bisschen anstrengend. Aber nichtsdestotrotz hoffe ich, dass dir das Video gefallen hat. Und man hat jetzt auch so ein bisschen gesehen, wie ich mit Finn tatsächlich umgehe. Und ja, jetzt werde ich ihn auf jeden Fall mal müde schaukeln, hoffen, dass er einschläft. Und dann werde ich mich dran machen, dieses Weihnachtsvideo für euch zu schneiden. Und ihr dürft auf jeden Fall mal abstimmen, also hier oben könnt ihr auch auf jeden Fall mal abstimmen, ob wir sowas öfters machen sollen, einfach so Weihnachten und Geburtstag, ob wir es halten sollen für die zwei. Oder ob ihr sagt, nee, muss nicht sein. Dann noch eine kleine Sache in Eigenregie, und zwar am 1.1. kommt natürlich ein Jahresabschlussvideo. Danach kommt am 4.1., also am ersten Samstag quasi, am Januar, kommt ein Video, was schon so oft nachgefragt worden ist, kommt dann da tatsächlich raus. Oh, Fini. Das war jetzt nicht mit Absicht. So. Genau. Mehr kann ich auch gar nicht sagen, außer hier habt ihr noch ein Video zu Wer ist Finn, falls ihr das Video nicht gesehen habt. Hier habt ihr noch ein weiteres Video zu Finn, da geht es dann, welche Windeln kriegt der kleine Mann an. Und hier unten habt ihr auch den Link zum Stoffwindelkanal. Und hier habt ihr ein Video zu der Windel, die wo ich aktuell in diesem Video getragen habe. Und damit bin ich raus, euer Flo, der YouTuber.